Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen gesunden Schokoladenkuchen. Und der ist wirklich super einfach gemacht, total schnell, total lecker. Er ist vegan, er ist super geeignet für den Kindergeburtstag, da er komplett ohne Haushaltszucker auskommt. Er hat sogar Vollkornmehl drinne versteckt. Also ihr seht schon, ein richtig genialer Kuchen, der wirklich super lecker schmeckt. Vor allem nicht so süß wie die ganz üblichen Schokoladenkuchen und davon kann man sich auch gerne zwei Stücke gönnen. Wie der Schokoladenkuchen jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Die Süße für diesen Schokokuchen, der kommt von überreifen Bananen, also je mehr von diesen braunen Punkten drauf sind, desto besser, desto reifer ist die Banane, desto süßer und desto süßer wird unser Kuchen. Also unbedingt, wenn ihr solche reifen Bananen habt, nicht mehr wegschmeißen, sondern einfach diesen Kuchen backen. Und als erstes müsst ihr die überreifen Bananen mit der Gabel zerdrücken. Ganz wichtig, macht es mit der Gabel und nicht mit dem Pürierstab. Ansonsten kann es sein, dass euer Kuchen speckig wird und das wollen wir ja nicht. So reicht es vollkommen aus, wirklich nur grob, damit da wirklich der Kuchen nicht speckig wird. Jetzt geht es weiter, jetzt gebe ich noch einen Esslöffel Leinsamen dazu. Es würden sich zum Beispiel auch Chiasamen eignen und das ist sozusagen unser Eiersatz. Die Bananen, die sind auch immer ein Eiersatz bei veganen Kuchen. Das bindet nämlich den Teig, ebenso wie die Leinsamen. Und da Leinsamen ja auch sehr gesund sind, für die Verdauung gut, da schmuggle ich gern ein bisschen davon in den Kuchen unter. Als nächstes gebe ich ein bisschen Kokosöl dazu und das müsst ihr schmelzen, entweder auf dem Herd, auf kleiner Stufe oder in der Mikrowelle. Wer kein Kokosöl da hat, der kann zum Beispiel auch Rapsöl verwenden. Und wer den Kokosgeschmack nicht so gerne hat, der kann zum Beispiel auch gedämpftes Kokosöl verwenden und das hat dann den Kokosgeschmack eben nicht mehr. Zu dem Schokokuchen gebe ich jetzt noch einen Espresso dazu und ich finde immer, das passt sehr gut, weil das nochmal den Schokogeschmack hervorhebt. Als nächstes gebe ich jetzt noch Orangensaft dazu und dieser verleiht dem Kuchen noch mal ein bisschen Säure, noch mal ein bisschen Süße und ich finde, es passt ganz gut, Orangensaft in Schokokuchen. Wer keinen Orangensaft zu Hause hat, der kann diesen auch ersetzen gegen pflanzliche Milch oder zum Beispiel auch ganz normale Milch. Die flüssigen Zutaten mischt ihr einmal kurz durch und dann stellt ihr das so lange auf die Seite und jetzt geht es weiter mit den trockenen Zutaten. Es geht weiter mit den trockenen Zutaten und da habe ich hier Dinkel-Vollkornmehl und hier Dinkelmehl Typ 630. Da mache ich immer eine Mischung und zwar am besten 50-50, weil es soll ja schließlich noch ein Kuchen sein und kein Brot. Und das Mehl 630, das bindet halt besser als Vollkornmehl und gibt halt dem Gebäck ein bisschen die Feinheit. Dann brauche ich natürlich Backpulver, dann natürlich die obligatorische Prise Salz. Im Schokokuchen darf natürlich kein Kakaopulver fehlen. Ich habe hier ganz normalen Backkakao, der keinen Zucker enthält. Und als Gewürze gebe ich noch Tonkabohne hinzu. Die reibe ich dazu, ein bisschen davon. Und wer das nicht hat, der kann zum Beispiel auch Vanille verwenden oder es einfach weglassen. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Schritt und zwar müssen die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten. Das Ganze wird einmal kurz untergemischt mit dem Teigschaber. Wirklich nur kurz, weil es ein veganer Teig ist, muss es wirklich schnell sein und kurz. Weil wenn man zu lange darin rumrührt, kann es sein, dass der nicht mehr schön aufgeht. Deshalb wirklich nur kurz, grob. Es muss nicht super genau sein. Und dann kommt das Ganze auch schon in die Backform und ab in den Ofen. Und wer jetzt noch Lust hat, kann noch gehackte Schokolade unterheben. Ich habe hier ganz dunkle Schokolade, über 80% Kakaogehalt.
Denn je mehr Kakao enthalten ist, desto weniger Zucker ist enthalten. Und das gebe ich jetzt noch in den Teig, mische das nochmal kurz durch und dann behalte ich mir noch ein bisschen davon auf. Dann kann ich das nach oben drauf geben und das schmilzt dann schön im Ofen. Meine Springform habe ich jetzt hier noch mit Backpapier ausgelegt. Die Springform hat 26 cm Durchmesser. Ihr könnt es zum Beispiel auch in einer Brownie-Form backen oder in einer Kastenform, ganz wie ihr möchtet. Oder zum Beispiel auch als Muffins, das geht auch super. Und ich habe jetzt hier den Boden nur mit Backpapier ausgelegt und den Rand ein bisschen mit Kokosöl eingefettet. Der Kuchen ist jetzt fertig für den Backofen und dort bleibt er ca. 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad Umluft. Am Schluss macht ihr am besten einfach die Stäbchenprobe und dann seht ihr genau, wenn noch Teig hängen bleibt, dann ist es noch nicht fertig. Und wenn kein Teig mehr hängen bleibt an dem Holzstäbchen, dann ist der gut und dann könnt ihr ihn rausnehmen und auskühlen lassen. So, mein Schokokuchen ist jetzt fertig gebacken und ihr könnt den jetzt gerne so lassen. So hat man noch ein bisschen diese geschmolzenen Schokoladenpunkte oben drauf, sieht auch sehr hübsch aus. Wer jetzt aber zum Beispiel für einen Kindergeburtstag oder für einen anderen Geburtstag den Kuchen noch ein bisschen hübscher gestalten möchte, kann da natürlich auch einen Schokoguss drauf tun. Und der einfachste Guss ist wirklich dunkle Schokolade zusammen mit ein bisschen Kokosöl schmelzen, denn das Kokosöl sorgt dafür, dass es nochmal flüssiger wird und dann anschließend einen schönen Glanz bekommt. Und ich mache auch einen Schokoguss, aber noch ein bisschen einen spezielleren, denn ich liebe es, wenn ich noch ein bisschen Ahornsirup dazu gebe und Nussmus. Und dann gibt es so eine richtig schöne, dicke Schokoschicht, ein bisschen cremiger. Aber sie wird fest werden, weil ja das Kokosöl erhärtet, sobald es kalt wird. Und das schmeckt dann richtig lecker. Und dann werde ich das Ganze noch ein bisschen verzieren und dann ist es wirklich ein super schöner Geburtstagskuchen, wo man auch wirklich mal zwei Stückchen genießen kann, ohne irgendwie schlechtes Gewissen zu haben. Und so schnell und einfach habt ihr Schokokuchen gebacken. Total einfach, ohne Küchenmaschine, nicht lange in der Küche rumstehen und auch noch gesund. Und da würde ich sagen, da werden doch eure Gäste bestimmt zweimal zugreifen. Auch super für einen Kindergeburtstag. Und ich finde, es müssen nicht immer Smarties sein oder Gummibärchen oder ein Haufen voll mit Süßkram auf dem Kuchen. So finde ich, sieht es auch ganz schön aus und ist wirklich mal eine Abwechslung. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kuchen nachmacht oder mir schreibt, wie er euch geschmeckt hat. Das geht am besten auf meinem Blog fraujannik.com. Dort habe ich wie immer auch alle Mengenangaben für euch aufgeschrieben, damit ihr den nachmachen könnt. Wenn ihr mir ein Foto schicken möchtet, da freue ich mich natürlich auch immer riesig darüber. Das geht am einfachsten über Instagram und da findet ihr mich unter dem Hashtag fraujannik oder @fraujannik. Dann kann ich mich die Fotos sehen und das freut mich jedes Mal riesig. So. Ich gehe jetzt gesunden Schokokuchen essen, ich freue mich schon. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.